Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Karriere der FCA-Karriere, zu einer neuen Folge der FCA-Karriere, so meinen die jetzt natürlich. Und wir haben in letzter Folge einen sehr guten Spieler geholt mit Cousin, ein richtiger Coup. Auch haben wir uns verstärkt mit Clinton Mola und Omar Richards, zwei Spieler von den Bayern, richtig geniale Spieler. Einer für die linke Verteidigung, einer für das Mittelfeld. In dieser heutigen Folge will ich mich noch auf der rechten Mittelfeldseite verstärken. Auf der rechten sind wir eigentlich gut besetzt mit Saarrenren, Basé, mit noch. Ja, oder auf der rechten Seite brauchen wir auch einen Mann. Die will ich heute in dieser Folge verpflichten. Damit, wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Und was ich heute auch noch machen werde, ist die Partien gegen Hoffenheim, Leverkusen und Frankfurt zu spielen, in diese Folge zu packen. Der August. Wir starten natürlich gegen Hoffenheim in eine Simulation. Gegen Frankfurt werde ich die Highlights zeigen und Leverkusen wird gespielt. Wir wollen gegen Leverkusen den ersten FCA-Sieg in der Bundesliga holen, mal schauen, ob es uns gelingt. Und damit gehen wir rein in die Karrierefolge. Budget haben wir noch 9.410.468. Also zwar nicht mehr so viel Geld, aber vielleicht kriegen wir einen noch Spieler verkauft und können daher auch Geld einnehmen und dementsprechend Spieler verpflichten. Ich habe mir dazu entschieden, auch Jan Moravec auf die Liste zu setzen, da er eher schon 31 Jahre alt ist und deswegen keine Zukunft mehr bei uns hat. Er kann auch noch ein bisschen Geld in die Kassen spülen. Damit wird Asignio an Gio ausgeliehen. Wir nehmen das Angebot an und damit geht es für ihn in die zweite französische Liga. Asignio ausgeliehen für 2 Jahre, geendeter Spieltermin gegen Stuttgart am 30. Oktober. Transferangebot für Jensen 3,1. Das ist natürlich interessant, wenn wir Jensen abgeben. Das ist ein gutes Angebot. Ja, dann könnten wir noch, wenn wir Moravec auch verkaufen, hätten wir das Geld und Jago auch. Bekommen wir sogar einen 20-jährigen Innenverteidiger, Sinali Diomande. Er ist sogar besser. Ja, naja, ein paar Werte. Aber ich werde dieses Angebot annehmen. Und Jensen werde ich auch annehmen. Ich muss dieses Team in der Verjüngung strukturieren. Diomande unterschreibt für 5 Jahre. Und im Gegenzug verlässt Diago den Verein in Richtung Lyon. Wir profitieren aus diesem Deal enorm, denn Diago ist zwar 24 Jahre alt, aber mit Diomande haben wir einen richtig starken Innenverteidiger ans Land gezogen. Augsburg hat in der Vorbereitung gute Leistungen gezeigt. Die Fans hoffen natürlich zum Saisonstart auf mehr. Wie wirkt sich auf die Aufstellung aus? Ich vertraue natürlich meiner Mannschaft. Ich vertraue der Qualität meiner Mannschaft. Die Jungs können das schaffen. Nach unserem harten Training sind sie bestens vorbereitet. Ist das Team stark genug, einen Platz im Tabellenkeller zu verhindern? Ja, also ich habe schon sehr viel eingekauft. Konstanz ist entscheidend. Wir müssen konstant reinbringen und dürfen nicht so viele dumme Fehler machen. Nur dann können wir einen Schritt nach vorne machen. Nach der Verpflichtung von Cousin von Bayern sind die Fans im ersten Einsatz dabei. Was erwarten Sie von seinem Debüt? Er wird diesem Team sehr helfen. Cousin wird diesem Team enorm helfen. Genauso ein Spieler hat uns gefehlt und ich glaube, mit ihm sind wir deutlich stärker. Vielen Dank. Bitte keine weiteren Fragen. Jawohl, das ist die erste Pressekonferenz des Trainers vom FCA gewesen gegen Hoffenheim. Mal schauen, wie wir jetzt gegen die TSG spielen werden. Und ich entscheide mich im ersten Spiel für Gregoritsch und gegen Niederlechner.
Links natürlich Vargas, rechts Hahn, in der rechten Verteidigung Caligiuri, Hovelea, Urukai und Richards, Dorsch, Arne Meyer und natürlich Cousin im Mittelfeld. Erster Sieg. Wir schlagen die TSG Hoffenheim mit 1:0 dank dem Treffer von Arne Meyer. Caligiuri hat in der zweiten Minute einen Elfmeter verschossen, leider. Und Chevea kam zu seinem Debüt im Trikot des FCA. Weiter geht es gegen Eintracht Frankfurt. Michael Gregoritsch. Ganze Geschichte. Beide gehen. Das ist der Schuss. Erstes. Ich nehme das Angebot von Angels für Moravec an. Jago ist verkauft und Frederik Jensen auch. Moravec ist auch verkauft und jetzt gehen wir in das Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ich werde euch die Highlights zeigen. So werde ich in das Spiel gehen gegen die Eintracht aus Frankfurt mit Gikiewicz im Tor, Diawara, Richards, Diomande, Oxford und Caligiuri. Das Mittelfeld Hahn, Meier, Dorsch, Cousin und Vargas. Und vorne kommt Sichiri zu seinem Debüt. Am Ende wird es ein 1:1 und wir schauen uns gleich die Tore an. Sofort. Hier die Chance. Aber wir schauen uns die Tore an. In der 27. Minute Rafael Santos Borré mit dem 1:0. Da hat Gikiewicz keine Chance, da schaut er einfach schlecht aus. Und dann in der 58. Minute Ruben Vargas mit dem Ausgleich nach Vorlage von Cekiri. Und somit gehen wir mit 4 Punkten in den dritten Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen. Moravec ist verkauft an Angels, wie schon gesagt. So werde ich in das Spiel gegen Leverkusen gehen mit Gikiewicz im Tor, Diawara, Richards, Urukai, Hovelea, Caligiuri, das Mittelfeld Hahn, Meier, Cousin, Dorsch und Pedersen und vorne Florian Niederlechner. Was für eine schöne Hymne, die der FC Augsburg hat. Damit begrüße ich Sie herzlich zum Spiel FC Augsburg gegen Bayer 04 Leverkusen, der dritte Spieltag. Und der FCA startet mit dieser Aufstellung in das Spiel. Möchten den zweiten Sieg im dritten Spiel unter dem neuen Coach und unter dem neuen Coach Tony Fresh. Auf der Bank wieder Chevea, der heute wieder mal auf seinen Einsatz hoffen darf. Radetzky im Tor, Frimpong, Tabsoba, Tah, Aranguiz, Palacios, Javi Martinez, Amiri und Patrick Schick. Das ist die Aufstellung. Florian Wirtz überraschend auf der Bank, genauso wie Zielinski. Bakka startet und wir wollen hier gewinnen. Im ersten Heimspiel, was ich euch präsentieren werde. Die ersten zwei Spiele gingen ja ohne Niederlage aus, aber gegen Leverkusen hat man noch nie gewonnen. Deshalb möchte man hier den ersten Sieg gegen die Leverkusen erholen. Aber es ist nicht einfach gegen Leverkusen. Und damit geht's rein ins dritte Spiel der Fußball-Bundesliga. Auf geht's. Kämpfen und siegen. Das Motto des FC Augsburg hier in diesem Spiel. Mal sehen, ob es uns gelingt.
von Beginn an für Druck zu sorgen. Und mal sehen, ob wir gut in dieses Spiel finden. Palacios, schön von Caligiuri, der im rechten, auf der rechten Verteidigerseite gesetzt ist. Er soll den offensiven Verteidiger spielen. Und den werde ich auch gerade seit dem ersten Tag zum Rechtsverteidiger trainieren. Martins, ganz stark von Caligiuri. Und jetzt kann der Konter eingeleitet werden über André Hahn. Der braucht etwas länger, nimmt Caligiuri mit. Die Flanke kommt. Und Pedersen im Nachhinein. Nochmal Pedersen. Eventuell, der jetzt in Richtung Eckfahne läuft. Und es wird Ecke geben. Sehr schön, wie die FCA Mannschaft direkt auf Konter geht. Was für ein Schuss von Florian Niederlechner. Wir schauen uns das in der Wiederholung nochmal an. Er nimmt ihn direkt, wird immer länger, länger und länger. Und dann geht er hauchknapp am Tor vorbei. Glück für Lukas Radetzky im Tor der Leverkusener. Und wegen der Folge von der Milan-Karriere morgen, ich weiß nicht, ob ich es rechtzeitig schaffe. Wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe, bekommt ihr die Folge am Freitag oder dann in der... Und oder am Samstag, wenn es eigentlich in den April gehen sollte, werde ich dann noch schnell Piemonte und Monza aufnehmen. Und jetzt eine gute Möglichkeit für Nadia Mamiri. Die kommt gut, aber über das Tor. Keine Sorge für Rafael Kikiewicz. Und jetzt geht es, ich wollte sagen schnell, aber wir sind wieder im Ballbesitz. Omar Richards, schöner Ball auf Niklas Dorsch. Cousin mit dem Versuch, das 1:0 zu erzielen, aber etwas unpräzise. Wir spielen hier gegen den Tabellenzweiten, ne? Wir sind auf Platz 7 nach 2 Spielen. Keine Ausschlagskraft. Jetzt sind ja auch erst 2 Spiele gespielt. Deswegen ist ja alles möglich hier in diesem Spiel. Hier in diesem dritten Spiel. Schöner Ball auf Florian Niederlechner. Er nimmt Caligiuri mit. Wir machen es hier in den letzten Minuten sehr gut. Jetzt Freistoß. Und ob ich noch einmal auf das Transferfenster gucke, das bleibt natürlich offen, ne? Eigentlich bin ich gut aufgestellt für die Hinrunde. Und die Latte rettet uns hier. Aber gefährliches Spiel von... Ich weiß es nicht, wer es war. Schick. Schönes Zweikampfverhalten von Jorge Leo. Und wir machen es richtig gut. Die Fans sind natürlich auch da. Niklas Dorsch über das Tor. Zweite gute Möglichkeit für den FCA. Also wenn wir hier mit 2 Unentschieden und einem Sieg in diese Bundesliga-Saison starten, dann bin ich wirklich zufrieden. Ne? So soll es dann auch sein.
Also die Leverkusener haben heute hier keine Chance gegen unsere defensiv starke Mannschaft. Stark von Pedersen. Blei ist sogar hier Halbzeit in Augsburg in der WWK Arena. Der Spielstand 0:0 und damit pfeift der Schiedsrichter ab. Die Partie ist aktuell noch sehr offen. Diaby kommt nicht in dieses Spiel. Und es ist auch gut so. Rein geht es in den zweiten Durchgang hier. Let's go. Können wir Leverkusen den ersten Rückschlag geben und uns den ersten Sieg überhaupt gegen Leverkusen sichern? Wir gehen jetzt erstmal sicher an. Mit unserer neu formierten Abwehr. Im letzten Spiel Diomande zu seinem Debüt gekommen. Und es hat teilweise gut ausgesehen, teilweise auch nicht. Giekiewicz ist da erst einmal. Und im Nachsitzsetzen ist Giekiewicz auch noch mal da. Natürlich muss uns erstmal Zeit gelassen werden. Wir sind eine neu formierte Mannschaft mit sehr vielen Neuzugängen. Vor allem auch in der Innenverteidigung. Diomande beispielsweise gekommen. Bela Kotschep, der auch bald kommt, aber der noch nicht zu seinem Einsatz gekommen ist. Und eine gute Möglichkeit, Vargas ist heute auf der Bank, aber scheinbar läuft es auch ohne ihn sehr gut. Richards. Schöner Seitenwechsel auf Kalituri, der sehr offensiv wirkt. So wollte ich es. Jetzt kommt Amiri. Aber natürlich ist Udukai da. Kann erstmal den Ball entschärfen, aber die kommen jetzt wieder. Erstmal vorbei, erstmal geklärt. Noch lebt die Chance. Und ich werde jetzt den Wechsel vornehmen, den ersten Wechsel. Und zwar bringe ich wieder einmal Chiveya für Dorsch. Mal. Chiveya spielt sich zu einem Stammspieler. Sehr guter Joker. Wir treffen als nächstes in der nächsten Folge auf Union Berlin. Schöner Ball auf Richards. In der Mitte wartet Niederlechner. Da ist das 1:0. Es ist Cousins, der seinen ersten Treffer macht. Sehr schön. 1:0 für den FCA. Ganz stark. Schöner Ball. Und dann Cousins mit dem 1:0. Cousinze. Und Radetzky ohne Chance. Der wird sogar getunnelt. Der FCA führt. So soll es sein. Erstes Tor im dritten Spiel. Und Niklas Dorsch wird jetzt ausgewechselt. Tim Chiveya noch in der Partie. Und so sollen wir weiterspielen. Und dann ist es der erste Sieg überhaupt gegen den ewigen Angstgegner aus Leverkusen. Dann ist die Fluch. Ist der Fluch besiegelt. Aber mit solchen Fehlpässen ist es natürlich immer gefährlich. Nächster Wechsel. Kelly Junior hat mich sehr gut gefallen. Framberger kommt neu in die Partie. Neu im Spiel ist auch Alario für Schick nun. Guter Seitenwechsel. Das war jetzt mal richtig stark.
Arne Meyer und ich glaube, es müsste Abschluss geben, ja. Nächster Wechsel. Frimpong verlässt das Feld. Retzers neu in der Partie. Leverkusen trifft auf Dortmund auf die im nächsten Spiel. Schöner Versuch von Pedersen mal. Nicht viel los bei Nadim Amiri. Und ich werde jetzt gleich mal den nächsten Wechsel vornehmen. Und somit auch den letzten. Vargas kommt für Pedersen nochmal neu in die Partie. Der dritte Einsatz für Pedersen hier. Beziehungsweise für Vargas. Ich möchte viel rotieren hier in Augsburg. Ich möchte jedem Spieler eine Einsatzzeit gönnen. Aber Chiveria ist einfach so ein Talent in Augsburg. Kommt von der eigenen Schule. Und von daher natürlich ein sehr guter Mann. Noch 10 Minuten und dann wäre es der zweite Sieg. Finaler Ball auf Vargas, er kommt nicht mehr ran. Einwurf und Wechsel. Amiri verlässt das Feld und neu in der Partie ist Piotr Zielinski. Ja, das war Piotr Zielinski, der jetzt neu in der Partie ist bei Bayern 04 Leverkusen. Ne? Also wie gesagt, rechnet nicht damit, dass morgen die Milan-Karriere kommt. Samstag auf jeden Fall. Aber wegen Donnerstag, ich kann es euch nicht versprechen. Starker Ball von Chivea auf Niederlechner. Und das muss es sein. Im Nachsetzen André Hahn. Der erste Sieg des FC Augsburg gegen Bayer 04 Leverkusen in der Fußball-Bundesliga. Im 11. Jahr, im 11. Anlauf hat es endlich geklappt und da freuen sich natürlich die Augsburger. Es ist der nächste Sieg und so wichtig für die Moral. Wir wollen international spielen und was für ein Fehler von Radetzky. Jetzt ist es endlich soweit. Der erste Sieg für den FC Augsburg. Gegen Bayern 04 Leverkusen. Ganz stark André Hahn. Der goldene Torschütze. 2:0. Erstes Tor auch für André Hahn hier. Der gefällt mir kurz. So, und André Hahn. Wir schlagen den aktuellen Tabellenzweiten. Am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Nice. In der nächsten Folge Union. Gladbach und Freiburg. Damit ist es der erste Sieg für Augsburg gegen Leverkusen. So soll es sein. Wir schauen jetzt direkt in die Abschlusstabelle. Und dann beenden wir den Part auch. Hey Boss, bei uns läuft es in letzter Zeit richtig gut. Sie wissen, wie glücklich ich bin, für Sie und diesen Verein spielen zu dürfen. Aber vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um über eine Vertragsverlängerung zu reden. Ich möchte nämlich gerne wissen, wie es um meine Zukunft aussieht. Wir werden uns unterhalten. Und da gehe ich gleich mal in die Vertragsverhandlungen mit André Hahn. Hahn verlängert in Augsburg. Und damit bleibt er für weitere 3 Jahre in Augsburg und am Lech. Am Deadline, da ist nicht passiert. Und deswegen gehen wir jetzt bereits in den September. Wir werden in der nächsten Folge auf Union Gladbach und Freiburg treffen, ne? Ein richtig spannender Monat. Und die wird dann am Sonntag erscheinen, diese Folge. Und wie gesagt, der AC Milan Karrieremodus wird auf jeden Fall am Samstag kommen, aber ich weiß nicht, ob sie am Donnerstag kommt. Wir sind auf Platz 3 auf jeden Fall und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen.
Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier oder eben im Milan-Karrieremodus. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.